Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfermarkt TV. Wir wollen uns heute ausführlich mit ein paar Statistiken zum DFB-Pokal und mit dem Marktwert-Update für Portugal beschäftigen. Zunächst aber erst einmal ein paar wichtige News-Ticker-Meldungen. So hatte Angel Di Maria seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2021 verlängert. Ursprünglich lief sein Arbeitspapier im Sommer aus. Damit wäre Di Maria einer der wertvollsten vertragslosen Spieler im kommenden Sommer gewesen. Sein Marktwert liegt bei 45 Millionen Euro. Der Streit um Rui Patricio zwischen Sporting und Wolverhampton, der ist beendet. Die beiden Vereine haben sich dem Vernehmen nach nachträglich auf eine Ablöse von 18 Millionen Euro geeinigt. Zunächst hatte Patricio bei Sporting gekündigt und dann ablösefrei bei Wolverhampton unterschrieben. Die Verletzungssorgen beim Rekordmeister FC Bayern München werden immer größer. Nun müssen die Bayern wochenlang auf Thiago Alcantara verzichten. Der 27-Jährige hatte sich am Dienstag in einem Zweikampf im DFB-Pokalspiel gegen Rödinghausen verletzt. Nun ist klar, es ist ein Außenbandriss im Sprunggelenk. Thiago fehlt damit wochenlang. Gute Nachrichten gab es aber auch noch für die Bayern, denn der Rekordmeister bewirbt sich um die Ausrichtung des Champions League Endspiels 2021. Einziger Konkurrent bisher ist St. Petersburg. Bereits zum vierten Mal würde München ein Champions League Finale ausrichten. Es wäre nach dem Finale Dahuam 2012 das zweite in der Allianz Arena. Die Achtelfinalteilnehmer des diesjährigen DFB-Pokals stehen seit gestern final fest. Und wenn wir einen Blick auf die Aufzählung hier werfen, dann sehen wir, einen richtig krassen Außenseiter gibt es aktuell nicht mehr. 11-mal die Bundesliga vertreten, auch die Top-Teams von Bayern und Dortmund dabei. Außerdem 5-mal die zweite Liga, Paderborn, Heidenheim, der HSV, Duisburg und Holstein Kiel. In unserer Statistik des Tages werfen wir mal einen Blick auf die aktiven Top-Torschützen des DFB-Pokals, also die, die noch die Schuhe schnüren. Und Rang 5, der hat gleich mal die Chance in diesem Jahr das Finale zu erreichen mit seiner Hertha daheim in Berlin. Vedat Ibisevic, 36 Partien, 18 Tore. Keine Chance mehr auf einen Pokalsieg in dieser Saison hat Mario Gomez mit dem VfB Stuttgart. 35 Partien, 26 Tore. Er hier ist noch dabei, Robert Lewandowski in 39 Partien für Dortmund und Bayern. 27 Treffer. Auf Rang 2 Thomas Müller mit immerhin 28 Toren in 46 Partien. Und auf Rang 1 40 Jahre jung. Claudio Pizarro mit 55 Pokalspielen, 31 Tore gelangen ihm dabei. Und die gerade angesprochenen 55 Spiele von Claudio Pizarro, das ist auch ein Rekord. Damit ist er nämlich der Ausländer mit den meisten Einsätzen im DFB-Pokal. Und noch eine Statistik, die für den 40-jährigen Bremer spricht. Im Hintergrund sehen wir es. Von allen noch teilnehmenden Spielern des DFB-Pokals hat er die meisten Erfolge. 6 Stück. Von allen aktiven Spielern ist dann Franck Ribéry ein Platz dahinter mit 5 Siegen und Basti Schweinsteiger hat immerhin 7-mal den DFB-Pokal geholt, ist ja aber nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Dann haben wir noch einen Rekord, das wahrscheinlich einer für die Ewigkeit. Gerd Müller, der ist Rekordtorschütze des DFB-Pokals. 75 Treffer in 60 Partien. Das ist ein Rekord, übrigens genauso wie der Bundesliga-Torrekord, den man Gerd Müller wohl niemals nehmen können wird. Auch unsere Gerüchteküche ist heute wieder bis oben hin vollgepackt mit interessanten Namen und Geschichten. Und unser erstes Gerücht, das hat es gleich mal richtig knüppeldick in sich. Es geht um einen der Shootingstars der Bundesliga, Jadon Sancho, der mitverantwortlich ist für den Dortmunder Höhenflug. 14 Pflichtspiele, 5 Tore, 8 Assists, dazu 9 Nationalspieler Englands. Und dann gab es heute eine ganz interessante Meldung. Laut Sky Sports in England soll nämlich Paris Saint-Germain an dem BVB-Offensivmann interessiert sein. Gerade mal 18 Jahre jung ist das Talent. Nichtsdestotrotz, eine Verpflichtung dürfte teuer werden. Von einer Ablösesumme jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze ist da die Rede.
Wir haben Reaktionen zu dem ganzen Thema. Michael Zorc, Sportdirektor des BVB, sagte der Sportbild, dass unsere Spieler Begehrlichkeiten von Vereinen wecken, die eine noch größere Strahlkraft als wir haben, wissen wir und versuchen damit so gut wie möglich umzugehen. Das haben wir in der Vergangenheit auch häufig geschafft. Und Zorc weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jaden noch einige Zeit bei uns spielen wird und das hat seine Gründe. Also vielsagende Aussage des Sportdirektors. Wir werfen einen Blick in unsere Transfermarkt-Gerüchteküche. Dort kommentiert Letu1: In Dortmund wird so gut gearbeitet, wenn ein Wechsel für 100 Millionen Euro plus im Raum steht, dann sollten sie ihn annehmen. Wenn ich einem Verein zutraue, diese dann gut zu investieren, dann ist es der aktuelle BVB. Ein bisschen anders sieht das der User The Chosen One. Der schreibt, für PSG wäre das ein guter Deal, für den BVB sicherlich nicht. Daher wird das auch nicht passieren. Vertrag bis 2022, 18 Jahre jung, Top-Werte und kein Dembélé-Verhalten. Dazu englischer Nationalspieler. Und der Verbannte, der sagt, 100 Millionen für einen Profi in diesem Alter wäre ein Riesendeal. Bin gespannt, ob jemand dahingehend ernsthafte Ambitionen hat, denn noch ist Sancho diese Summe nicht wert. Ja, ein möglicher Transfer von Jadon Sancho, das wird uns mit Sicherheit noch einige Zeit beschäftigen. Und beschäftigt hat sich der BVB angeblich auch mit einer Verpflichtung von Sebastien Haller. Das hatten wir bereits berichtet. Jetzt gibt es allerdings einen Nebenbuhler aus der Premier League. Newcastle United, 19. der englischen Eliteklasse, soll Interesse angemeldet haben. Newcastle erst mit 6 erzielten Treffern. Da würde ein Stürmer im Winter doch ganz gut zu Gesicht stehen. Aktuelle Wahrscheinlichkeit 13%. Der erste FC Köln soll Interesse an Thomas Murk von Rapid Wien haben. Der Österreicher spielt im Mittelfeld, ist 23 Jahre jung. Köln hatte im Sommer bereits Luis Schaub von Rapid geholt. Tim Klose wird mit einem Wechsel in die Heimat in Verbindung gebracht. Der Schweizer Innenverteidiger soll das Interesse des FC Basel geweckt haben. Aktuell spielt Klose für Norwich City in der Championship in England. Früher war er unter anderem für Nürnberg und Wolfsburg aktiv. Marc Bartra, der frühere BVB-Profi, der spielt eine richtig gute Saison mit Betis Sevilla. Dort stand er diese Saison nur 2 Minuten nicht auf dem Platz. Nun wird er mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, die ein bisschen Stabilität in der Innenverteidigung gut gebrauchen könnten. Beachtenswert dabei, Bartra stammt aus der Jugend des großen Kontrahenten des FC Barcelona. Abdoulaye Doucouré, der ist eine der Stützen im Mittelfeld von Watford. Das Überraschungsteam der Premier League steht aktuell auf dem 7. Rang. Doucouré stand alle 10 Partien auf dem Platz. Nun soll Paris Saint-Germain interessiert sein. Der FC Bayern braucht dringend einen Außenspieler, wenn nicht sogar 2 im kommenden Sommer. Nun soll der junge Nigerianer Henry Onyekuru auf dem Zettel stehen. Er hat einen Marktwert von 10 Millionen Euro und ist aktuell von Everton an Galatasaray verliehen. Im Marktwert-Update haben wir neue Werte aus Portugal, aus der Liga NOS für euch im Gepäck. Insgesamt gab es 129 Aktualisierungen. Wir zeigen euch die größten Gewinner zunächst. Unter anderem haben wir da Eder Militao vom FC Porto, 20-jähriger Innenverteidiger. Der konnte sich bei Porto auf Anhieb einen Stammplatz sichern und sein Debüt in der brasilianischen Nationalmannschaft feiern. Ebenfalls für Porto spielt Moussa Marega, der Stürmer. Für den wurde im Sommer ein Angebot über 20 bis 30 Millionen Euro von West Ham abgelehnt. Zur Belohnung gab es dann auch die Angleichung, was den Marktwert angeht. Neuerdings ist er 25 Millionen wert. Alejandro Grimaldo spielt seit 2016 bei Benfica. Der Linksverteidiger, der absolviert aktuell seine beste Saison. Da gibt es auch gleich eine Belohnung für eine Marktwertveränderung von 25% auf jetzt 25 Millionen. Odysseas Vlachodimos, der hütet das Tor bei Benfica. Der gebürtige Stuttgarter konnte bereits 4-mal zu 0 spielen und zeigt auch ansonsten sehr gute Leistung. Auf Anhieb die Nummer 1 bei Benfica, 6 Millionen sein neuer Marktwert.
Giovane Cabral ist erst 20 Jahre jung, schaffte es in den A-Kader von Sporting und macht nun mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Und das spiegelt sich auch im Update des Marktwerts wieder. Ganze 990% geht es rauf. Gedson Fernandes ist in seinem ersten Profijahr bei Benfica so etwas wie der Shootingstar der Liga NOS. Auch in der Champions League Quali konnte er mit einem Tor und einer Vorlage glänzen. Und in der Marktwertveränderung spielt sich das besonders drastisch wieder. 1500% geht es bergauf. Auch die Verlierer aus Portugal, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben da mal drei prominente Namen für euch rausgesucht und beginnen mit Facundo Ferreira. Der 27-jährige Argentinier, der kam im Sommer von Schachtar Donetsk zu Benfica, sitzt dort teilweise aber nur auf der Tribüne, konnte noch gar nicht überzeugen. Seine Abwertung von 9 runter auf 7 Millionen Euro. Die Rückkehr von Fabio Coentrão in die Liga NOS, die war spektakulär. Der war ja vergangene Saison schon an Sporting ausgeliehen. Jetzt ging es allerdings zum mittelklassigen Erstligisten Rio Ave und dementsprechend auch runter mit dem Marktwert auf 3 Millionen Euro. Und Bruno Fernandes, der konnte bisher auch überhaupt nicht an die überragenden Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen. 3 Tore in 8 Spielen, das ist okay, aber es geht trotzdem runter mit dem Marktwert von 30 auf 26 Millionen Euro. Ja, und zum Thema Marktwert-Update in Portugal hört ihr jetzt unseren Area-Manager Portugal, Marcel de Almeida. Zum einen haben wir Galeno von Rio Ave, der Spieler ist die Saison von Porto ausgeliehen, wurde jetzt auf 3 Millionen aufgewertet. Er überzeugt mit sehr starken Leistungen, macht Tore und auch Assists. Der FC Porto hatte überlegt, ihn im Winter jetzt wieder zurückzuholen. Die portugiesische Liga hat aber eine neue Regel eingesetzt, dass es den Clubs nicht ermöglicht, die Spieler wieder zurückzuholen. Das heißt, sie müssen die Saison dort zu Ende spielen. Der zweite Spieler ist Nakajima von Portimonense. Wir hatten ihn schon öfter mal erwähnt. Er wird wiederum aufgewertet, diesmal auf 15 Millionen. Spielt wieder eine sehr starke Saison, macht immer wieder auf sich aufmerksam. Auch in der japanischen Nationalmannschaft macht er in den letzten Spielen auf sich aufmerksam mit 2 Torvorlagen gegen Uruguay. Man spricht jetzt in Japan von einem Angebot von Leicester City an Portimonense. Und das soll laut den Medien dort um die 20 Millionen sein. Portimonense wird den wahrscheinlich nicht abgeben. Der dritte Spieler ist Osama Rashid von Santa Clara, ein Aufsteiger, der sehr gut spielt und sich sehr gut zurechtgefunden hat in der portugiesischen ersten Liga. Es ist ein Spieler, der im Zentrum das ganze Spiel macht, bekannt für seine guten Standards ist und selber auch Tore macht. Das besonderste Tor bei ihm war diese Saison ein direkter Eckball gegen Boavista. Und ja, ist ein super Spieler und hat sich sehr gut eingefunden in der ersten Liga. Ja, und zum Abschluss wollen wir noch ein wenig über portugiesische Talente sprechen. Und auch dafür haben wir eine Statistik vorbereitet. Die Top 10 der wertvollsten U23-Spieler der Liga NOS. Auf Rang 10 Diogo Leite, der ist 19 und 6 Millionen Euro wert. Hier sehen wir auch eine Riesenaufwertung beim Porto-Spieler. Auf Rang 9 Wendell, der kam im Januar von Fluminense aus Brasilien. Aktueller Marktwert 6,5 Millionen Euro. Der spielt bei Sporting, ebenso wie Rafinha. Der hat auch einen Marktwert von 6,5 Millionen Euro. Der kam im Sommer von Ligakonkurrent Guimarães. Chadash spielt bei Braga, 20 Jahre jung. Eine Aufwertung von 4,5 Millionen Euro. Jetzt ist er 7,5 wert. Ebenfalls bei Braga Trincao, an dem war ja RB Leipzig im Sommer interessiert. Der neue Marktwert 8 Millionen Euro und das bei gerade mal 18 Jahren. Joao Felix, 4 Spiele in der Liga NOS, 2 Tore für Benfica. Da gab es eine satte Aufwertung, nämlich um 10 Millionen Euro auf jetzt 12. Über ihn haben wir eben schon gesprochen, Gedson Fernandes mit 15 Millionen Euro, der Shootingstar der Liga NOS. Auf Rang 3, ebenfalls bei Benfica aktiv, Andrija Sivkovic, der ist bereits serbischer Nationalspieler, sein Marktwert 18 Millionen Euro. Und Eder Militao, das brasilianische Abwehrtalent, aktuell 20 Millionen Euro sein Marktwert. Und dann fehlt noch der erste Rang,
ebenfalls ein Innenverteidiger. Ruben Dias von Benfica, der ist jetzt stolze 28 Millionen Euro wert. Das war es dann für heute mit Transfermarkt TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und zum Tschüss sagen haben wir noch ein paar schöne Szenen für euch vorbereitet, nämlich die Highlights des australischen Pokalfinales. Adelaide konnte sich mit 2-1 gegen Sydney durchsetzen. Und wir sagen dementsprechend auch Glückwunsch an Marco Kurz und Mirko Boland zum Pokalsieg. Bis morgen.